Ja, und damit ein herzliches Willkommen zurück zu unserem Diablo 4 Let's Play. Ich habe in der Zwischenzeit bereits, na, da wollte ich hin, das Inventar mal ein wenig geleert. Und das eine oder andere kleine Rüstungsstück ausgetauscht. Die legendäre Hose, die wir gefunden haben, habe ich jetzt erstmal in die Bank gelegt, weil der Effekt da drauf bei uns erstmal nicht so viel genutzt hat. Ich überlege gerade, ob ich noch schnell unser Profil einstelle. Das haben wir auch noch nicht getan. Wir bearbeiten das mal ganz schnell. Erster Abenteurer bestätigen. Das war, glaube ich, die Belohnung zur Teilnahme der Alpha. Das machen wir so. Bestätigen. Schließen. Fertig. Okay. Hätten wir das auch mal gemacht. Da wollte ich schon länger mal vorbeischauen, das einstellen. Okay. Gut. Also, wir sind soweit. Wir können also theoretisch uns direkt hier auf den Weg machen. Ich möchte es gerade genau anklicken. Ich hoffe. Das ist wieder mal ein ziemlich langer Fußmarsch. Puh. Mir gehen langsam die Geschichten aus, die ich euch erzählen könnte. Aus meinem Leben bei diesen Strecken, die wir zu laufen haben. Aber ich bin sicher, wir finden irgendein Thema. Ja, also die Story geht gerade in eine etwas für mich persönlich weirde Richtung. Ich habe jetzt. Vielleicht fehlt mir auch der Übergang zwischen. Oh, nice. Okay, das. Oh, lol. Okay. Das Ding nutzen wir kurz mal. Also, ich habe noch nicht verstanden, wozu Lilith im Endeffekt die geringen oder die hohen Übel braucht. Wenn sie doch selbst bereits die größte Macht besitzt. Wow, diese Effektkugel ist halt schon krass. Also, ich habe noch nicht so verstanden, was sie davon hat. Ehrlich gesagt. Das ist so. Das ist der Kontext, den ich gerade suche. Und vielleicht werden wir das auch gar nicht so richtig erfahren. Vielleicht aber doch. So, wir können die wieder einsammeln. Das tun wir auch fleißig. Sollten wir auch tun. Ich versuche jetzt nicht jeden Fight mitzunehmen. Ey, du bist benommen. Läufst du mir doch hinterher? Du bist benommen, Junge. Oh, ist das hier das. Warte mal, ist das hier das PvP-Gebiet? Ah, ne, ist es nicht. Okay, das war weiter. Weiter, westlich von hier. Ich glaube, irgendwo hier oder so. Habe ich den Trank schon drin? Nee, ne? Mein letzter. Oh, da muss ich. Hoppala. Da muss ich, ein bisschen drauf achten. Da brauche ich bald wieder neue. Trockenstöpsel. Ah, cool. Einfordern. Direkt noch einen nächsten Skillpunkt bekommen. Nice. Den sollten wir auch schnellstmöglich einbauen. Machen wir gleich. Oder machen wir jetzt schnell. Ich habe ja gerade keine Gegner hier. So, wo bin ich zuletzt reingegangen? Ich hatte hier das hier. %. Ich würde noch ein bisschen was auf Energieregeneration setzen, tatsächlich. Weil das Ding ist halt einfach immer noch unser größtes Problem, dass wir nicht dauerhaft ballern können. Ich brauche mehr Zeit. Die Karte mache ich mir noch ein bisschen fertig.
Also ich bin immer noch nach wie vor geflasht von diesem Setting. Ich finde, es sieht unglaublich gut aus, das Diablo 4. Die Gebiete haben sie echt super hinbekommen. Das Charakterdesign als solches gefällt mir auch super. Also da haben sie sich echt was einfallen lassen. Wir sind hier und wir sind quasi jetzt fast da. Das ist die gute Nachricht. Ich bin noch nicht bereit. Noch nicht bereit. So, in knapp 15 Minuten gehen die Server auch für alle anderen Menschen online. Ich kann mich erinnern, an Tag 1 bin ich beim Early Access bin ich 8 Minuten früher reingekommen, also 8 Minuten vor 1. Ich brauche mehr Zeit. Das heißt, so ich denke mal so um 0.50 Uhr wird die Serverlast ein bisschen nach oben gehen. Jetzt sind wir in der Wüste unterwegs. Wie geil sieht das denn aus? Wie geil sieht das denn aus, bitte? Nachts wohlgemerkt, aber das sieht einfach cool aus. Ach, wäre doch cool, wenn ich ein Kamel hätte anstelle von einem Pferd später, oder? Ein Kamel, stell dich mal ein Kamel vor in im Schneegebiet. Das macht voll Sinn. Eigentlich nur Gerüchte. Die Menschen hier sprechen von einem Zauberer, der in einem großen Palast lebt, jenseits des ewigen Sandsturms. Einer dieser Nomaden könnte uns hinführen. Sie kennen das Land besser als... Da ist er. Andariel, ich höre sie. Ja. Ich muss mich irgendwo konzentrieren und ihre Stimme eindämmen. Sucht jemanden, der uns führen kann. Ich hole etwas, um Thaisa zu helfen. Ihr findet hier niemanden, der närrisch genug ist, um diese Anfrage anzunehmen. Gebt auf und bleibt einen Tag länger am Leben. Na, das nenne ich mal puren Optimismus. Keine Chance! Nicht für alles Gold in Caldeum! Okay. Seid ihr verrückt? In dem Sturm lebt ein Zauberer, der euch das Fleisch von den Knochen reißt. Moment. Was ist mit dem alten Mann? Was? Besser wäre es, den dunklen Zauberer um einen schnellen Tod zu bitten. Aber wenn ihr verzweifelt seid, ist er vielleicht der Einzige, der verrückt genug ist, sich darauf einzulassen. Er verbringt seine Tage in einer Rauchwolke am Flussufer. Dort ist es gefährlich. Seid vorsichtig. In einer Rauchwolke am Flussufer, okay? Ich habe einen ruhigen Ort gefunden, an dem sie sich darauf konzentrieren kann, Andariels Präsenz zu kontrollieren. Ist es sicher, sie hier zu lassen?
Sicherer, als blind durch die Wüste zu stolpern. Zumindest bis wir einen zuverlässigen Führer finden. Reist zum Flussufer. Das ist ja einfach nochmal komplett durch die Walachei. Na, kein Problem, das kriegen wir schon hin. Ich hoffe, Lorat bleibt dran. Ich brauche mehr Zeit. Naja. Ja, was? Achso, dann macht der Epic mehr Sinn. Okay. Ich bin noch nicht bereit. So, was Lilith kann, kann ich auch. Also, den Weg mit Leichenpflastern. Auf Stufe 30, okay. So, da wäre die Oase. Neuer Tag, neue Narren. Diesmal werde ich nicht derjenige sein, der die Leichen in den Fluss rollt. Vergesst es. Ja, wieder ein sehr vertrauenswürdiges Örtchen, wie ich feststelle. Ihr solltet lieber kehrt machen und gehen, Freunde. Meinst du? Ich habe euch ja gewarnt. Ich bin noch nicht bereit. Okay. Was ist? Ich hab bezahlt, lasst mich in Ruhe. Wir sind nicht zum Geldeintreiben hier. Wir brauchen... Hä? Das kann nicht sein. Oder? Ist das das Symbol der Horadrim? Ja, Horadrim. Deckard? Deckard Cain. Seid ihr es, alter Freund? Ich bin es, Meshif. Nein, Deckard ist nicht mehr. Ich bin Lorat. Wir brauchen eure Hilfe, um den Sandsturm im Norden zu passieren. Ein Sandsturm, was? Die anderen müssen euch abgewiesen haben, haben euch bestimmt irgendwelchen Unfug von einem Zauberer erzählt. Ja. Nun, was kann ein Zauberer mir schon antun, was die Zeit nicht schon getan hat? Ja, ja, ich werde helfen. In der Nähe gibt es eine alte Kapelle, ein vielversprechender Ort, um ein neues Abenteuer zu beginnen. Gut. Beschafft euch alles Nötige. Ich hole Thaisa und helfe euch dort. Ah, das ist wunderbar. Wie in alten Zeiten, was, Deckard? Okay.
Etwas verwirrt, der Gute. Ah, no. Okay. Ja gut, das war jetzt mein Fehler. Ich habe mir den Powerpunkt nicht geholt. Okay. Dann laufen wir mal zurück. Ach, so Mist. Da habe ich jetzt nicht drauf geachtet vorhin. Ich brauche Zeit, um das zu tun. Ich hoffe, da ist jetzt kein großartiger Respawn und ich kann einfach durchlaufen. Wenn, versuche ich ihn zu ignorieren. Ich bin so rumgelaufen, glaube ich. Ja, das war jetzt doof, aber deswegen holen wir uns den Powerpoint jetzt auch direkt. Ich meine, wir reden jetzt von Umweg von, keine Ahnung, eine Minute oder so. Ist ja überschaubar. Nicht in der Stadt. Nicht in der Stadt. Okay. Ups. Den wollte ich nicht kaputt machen. Bestimmt bei Tag noch beeindruckender aus. Das Gelände hier. Ich bin noch nicht bereit. Ups. Sorry, Kami. Ich brauche mehr Zeit. Nicht so weit außen rumlaufen müssen. Ich bin noch nicht bereit. Ich brauche mehr Zeit. Ich bin noch nicht bereit. Hier geht's rein, okay. Ah, da seid ihr ja. Descartes ist mit eurer Freundin drinnen. Alles klar. Als wir eintraten, verfiel Andariel in Verzweiflung. Aber ihre Schreie sind jetzt nur noch ein Flüstern. Das ist heiliger Boden. Ihr Einfluss wird hier schwächer sein. Ich bin es. Thaisa muss selbst entscheiden, ob sie sich uns anschließt. Jeder Teil von mir will durch diesen Sturm gehen und Elias bluten lassen. Aber... vielleicht setzt er darauf, dass meine Rache mich zu ihm zurückführt, damit er beenden kann, was er begonnen hat. Es ist für alle sicherer, wenn ich zurückbleibe. Das ist keine Schande. Es ist eine weise Entscheidung. Wir bringen euch seinen Kopf. Da bin ich auch gespannt. So, der Deckel ist ja da.
seid ihr es? Ich hoffe, ihr habt euch mit Heiltränken eingedeckt. Falls nicht, nehmt euch ein paar von meiner guten alten Isabella. Der Sturm wird auch noch schlimmer. Ich kann es riechen. Wenn er richtig loslegt, müssen wir einen Unterschlupf finden. Sonst bleiben von uns nur Knochen und Legenden übrig. Na dann. Wieso reitet das Kamel nicht einfach? Jetzt muss ich die Teilfragen. Oh. Ich bin noch nicht bereit. Oh, der tut weh. Okay. Ach, eine interessante Mechanik. Kann es sein? Ha! Es ist wahr! Die Götter segnen unsere Reise, Freunde. Ah, trinkt mit mir, Deckard. Ein Trinkspruch auf ein weiteres lebensbedrohliches Abenteuer. Nein, ich hatte genug. Bedient euch. Ach, solch eine Großzügigkeit lehne ich nicht ab. Er scheint nachzulassen. Okay. Vorwärts! Bin immer gespannt, wohin der uns führt. Sind wir da? Nein! Zurück! Wir müssen zurück! Was? Was ist los? Meine Pfeife! Ich habe meine Pfeife in der Kapelle vergessen! Wir müssen zurück und sie holen! Alter Mann, wenn ihr jetzt umkehrt,
bin ich der Erste, der eine Klinge in euren Rücken treibt. Pah, na schön. Aber ich werde diesen Verrat nicht vergessen, Deckard. Das wisst ihr. Okay. Na, ich bin mal gespannt, wie diese Reise weitergeht. Das werden wir erst im nächsten Part erfahren. In diesem Sinne, danke fürs Zugucken. Lasst ein Like da, lasst einen Kommentar und wir sehen uns im nächsten Part. Macht's gut. Ciao, ciao.